Ja, und hallo zusammen. Ja, jetzt hier wieder am Montagvormittag. Ich bin wieder in Bamberg. Jetzt gleich wieder Präsenzunterricht und auch Online-Unterricht Klavier geben. Habe hier auch schon hier mein Equipment komplett am Start. Sony Alpha 6400. So, dann hier noch eine Sony Alpha 7C von der Seite und auch dann hier noch von oben ein iPhone 10 und dann auch noch vor mir dann hier das iPad, wo ich dann die ganzen Noten dem Schüler zeigen kann. Gut, ja. Dann geht's jetzt hier los und wir sehen uns dann morgen wieder. Und hallo zusammen, ja, ist hier wieder in Gerxheim am Dienstagmittag. Bin jetzt gerade hier aus Bamberg angekommen, habe heute Morgen noch in Bamberg unterrichtet. Bin jetzt hier, werde mich jetzt hier noch ein wenig einspielen und dann geht es auch hier gleich wieder los mit dem Unterrichten, sowohl hier dann Klavierunterricht als auch Keyboard. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum Online-Unterricht in meinem Studio. Thank you.
Ja, und hallo zusammen. Ja, jetzt hier wieder Mittwochvormittag, wieder im Studio hier. Jetzt geht es gleich hier wieder los, natürlich mit dem Online-Unterricht. Ja, ein bisschen mich einspielen konnte ich auch noch. Jetzt geht es aber hier dann direkt los und danach geht es dann wieder nach Gerchtsheim zum Präsenzunterricht und dann wieder hierher zurück und dann noch bis in den späten Abend hier Online-Unterricht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und hallo zusammen, ja, hier wieder Donnerstag, Vormittag. Ich bin schon wieder hier im Studio. Jetzt wird es dann gleich hier wieder losgehen mit dem Online-Klavierunterricht und danach geht es dann wieder nach Künzelsau zum Präsenzunterricht. Und wir sehen uns dann morgen wieder, morgen dann wieder in Würzburg, Frauenland und auch in Haßfurt. Bis morgen. Ja, und hallo zusammen, hier Freitag, Vormittag. Ich bin wieder hier in Würzburg Frauenland. Jetzt werde ich gleich wieder Präsenz unterrichten. Danach geht es dann wieder nach Haßfurt zum Präsenzunterricht. Und dann morgen habe ich ja auch noch einen Unterrichtstag hier, wieder Präsenzunterricht und dann auch Online-Unterricht zu Hause dann aus meinem Studio. Ja, gut, und überhaupt passiert jetzt auch momentan relativ viel im Hintergrund. Werde ich euch dann von erzählen, wenn es dann da konkreter wird. Auf jeden Fall bin ich da an einem neuen großen Projekt dran, habe schon angefangen dafür eine neue Website zu basteln. Aber wie gesagt, wenn es dann da konkretere Informationen gibt, dann werde ich euch natürlich dann davon erzählen, weil das Ganze kann nämlich noch ein Jahr dauern, bis es dann wirklich dann da losgehen kann. Gut, ja, da werde ich jetzt hier wieder anfangen mit dem Klavierunterricht und wir sehen uns dann wieder nächste Woche, euch natürlich wieder einen schönen Sonntag.